So, hello again, da bin ich wieder. Hat ein bisschen länger gedauert. Könnte möglicherweise daran liegen, dass ich nicht unbedingt eine künstlerische Inspiration hatte und ich ungerne ohne diese arbeite, zeichne, whatever. Aber ja, ich habe es dann doch geschafft, das Video fertig zu bekommen. Das ist jetzt der zweite Teil zu meinen Social Media Sachen. Und ja, das erste, was ihr hier seht, das ist So Furry. Ich weiß nicht, wer es kennt. Das ist eine Seite für Künstler. Ich würde sagen, eher spezifisch für Furry-Künstler. Ja, da findet man halt viele Bilder von allen möglichen Artists, die sich so gut wie nur auf Furries spezialisiert haben. Da gibt es viele, wo man auch Commissions einreichen kann und viele, die einfach nur als Hobby zeichnen. Ich bin da schon eine ganze Weile und ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz okay. Aber jetzt kommt mein böses Geheimnis. Viele, viele, viele von diesen Artists machen auch sehr viel Ich bringe immer die Kurzfassung durcheinander. Not safe for work Sachen. Das Ding an der Seite ist halt, man sieht diese Not safe for work Sachen halt nur, wenn man da einen Account hat. Dieser Account ist kostenlos, muss man nichts bezahlen, man muss auch nicht regelmäßig irgendwas hochladen oder so. Man muss halt einfach nur angemeldet sein, damit man die NSFW Sachen, NSFW, habe ich es jetzt richtig rumgesagt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, damit man die sieht. Ansonsten sieht man nur die jugendfreien Sachen. Aber ich werde da auch all meine Bilder hochladen. Da kann man sich die Bilder auch downloaden und kann mich anschreiben. Bevor ich das jetzt irgendwann vergesse, noch zu erzählen. Ich habe letztens ganz kurz beschlossen, anzufangen, ab und an zu streamen. Und ich habe sogar vor ein paar Tagen meinen allerersten Stream gegeben. Ich habe aus einem bestimmten Grund nicht gleich allen und jedem erzählt, dass ich streame. Aus dem einfachen Grund, ich bin immer sehr, sehr unsicher und ich war mir auch überhaupt nicht sicher, ob das alles funktioniert, ob ich überhaupt labern kann, ob ich zeichnen kann, ob ich irgendwas hinbekomme in diesem ersten Stream. Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Es waren über die 3 Stunden, die ich gestreamt habe, sogar insgesamt 7 Leute dabei. Und ich habe auch mit ich glaube mit 4 Leuten war das, habe ich ganz, ganz viel gequatscht. Und die haben ganz, ganz viel geschrieben. Und ich habe mich unglaublich gefreut, dass ich das einerseits doch irgendwie teilweise so gut hinbekommen habe und andererseits auch einfach so gut funktioniert hat. Und ich werde einmal unten in der Beschreibung den Link zum Twitch-Kanal hinsetzen und dann und unter dem Twitch-Kanal findet man auch nochmal ein paar Links zu meinen Seiten, unter anderem auch noch mein Discord, wo ich so absolut gar keinen Plan habe, ob das so wird, wie ich es möchte. Ich habe versucht, einen Discord-Server aufzumachen. Bis jetzt sieht es noch ganz gut aus. Bis jetzt ist aber auch nur eine Person drinne und das ist mein Freund. Also, wer Lust und wer Bock hat, ich werde gucken, dass ich bei meinem Discord-Server dann auch Infos zu meinen Streams poste und meine Bilder und
Da könnt ihr eure Bilder mit reinstellen und wir können drüber reden und unsere Bilder mal uns gemeinsam anschauen. Ich kann, keine Ahnung, Tipps geben, bewerten. Ich habe keine Ahnung, was da noch alles kommen wird. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es dann jetzt, wo ich die Videos raus habe, so auf Social Media laufen wird.
Seminar ist möglicherweise auch eine Seite, die ihr kennt. Ja, ich poste da auch ab und an mal meine Bilder, wenn ich es nicht vergesse. Was ich halt auch schön an DeviantArt finde, ist, man kann nicht nur seine Bilder da posten, man kann auch ein wenig Geld mit der Seite verdienen. Ist jetzt nicht unbedingt mein Favorite, beziehungsweise ich habe es noch nie gemacht, ich kenne mich da nicht ganz aus. Ich habe es aber gesehen, dass man es machen kann. Und ja, da sind halt auch sehr viele Künstler, aber ich glaube, das sind nicht nur Furry-Künstler, das sind auch in Anführungszeichen ganz normale. Left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. We'll be right back.
Freedom, I never had the chance to run. Leave behind the said and done. Figure out what's to come. Reasons, all the bigger things I can't ignore. I'm not getting what I came here for. Gotta get ahead of something. Ob das viele kennen. Es ist mehr nicht einfach nur, um seine Bilder zu posten oder seine Kunst oder was auch immer, sondern diese Seite ist tatsächlich mit daraus aufgerichtet, dass man etwas verdient. Nicht unbedingt viel, kommt immer drauf an. Es gibt Leute, die verdienen sich mit dieser Seite eine goldene Nase und dann gibt es Leute wie ich, die noch gar nichts damit eingenommen haben. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Ja, man kann da seine Bilder, seine Sachen posten, man kann Projekte posten, man kann seine Follower einfach, ja, wie soll ich sagen, auf den neuesten Stand bringen, was man so gerade macht. Und man kann, was ich nicht getan habe, auch einstellen, dass man bestimmte Posts
nur sieht, wenn man ein Patreon von jemandem ist. Also sagen wir mal so, wenn ihr jetzt ein Patreon von mir wärt, dann würdet ihr pro Monat irgendwas bezahlen und dann könntet ihr erst diese Posts lesen. Da ich mich einerseits nicht sehr gut damit auskenne und andererseits auch nicht alle zwei Tage irgendwas raushaue, werde ich das wahrscheinlich nicht machen. Ich habe schon überlegt, ob ich ein paar Tiers mache, beziehungsweise die habe ich auch schon auf der Seite stehen. Also Tiers sind so, wie erkennt man das am besten, so Angebote. Ich habe jetzt drei, wo ich auch nicht ganz weiß, ob ich die so lassen werde. Und jedes Tier hat so seinen Preis. Aber ja, wie gesagt, ich weiß nicht wirklich, ob ich das so lassen werde. Vielleicht nehme ich Patreon auch einfach nur für den Fall, dass mich jemand unterstützen möchte. Keine Ahnung, ist ja kein Muss. Aber was ich definitiv auf Patreon habe, ist, ich habe ein Ziel angegeben. Denn ich habe mit den Jahren das Furry-Fandom... Mit den Jahren. Ich bin seit 2 Jahren dabei gefühlt oder 3 Jahren. Ich finde dieses Fandom, ich liebe es halt wirklich. Ich habe meinen Freund dadurch gefunden und auch neue Freunde. Und es ist einfach unglaublich toll und meistens auch sehr nett. Ich habe auch schon anderes gehört, ist mir zum Glück noch nicht passiert. Aber ja, ich habe auf jeden Fall ein Ziel eingestellt auf Patreon, dass ich gerne meinen eigenen Suit hätte. Und zwar Scuddy. Ich würde Scuddy gerne irgendwann als kompletten Suit haben. Da wir alle wissen, als Suit ist nicht billig und ich mit meinem Ausbildungsgehalt ist halt ein bisschen schwierig. Und ja, daher dachte ich mir, ach komm, ich probiere es einfach mal. Wer will und was übrig hat, der kann, wenn er möchte, muss ja aber nicht. Also, wenn mich irgendjemand unterstützen möchte, auf Patreon ist die Anlaufstelle. Bubble ist etwas, was ich sehr interessant finde und auch sehr, sehr gut. Zumindest für kleine Leute. Also was heißt kleine Leute? Das klingt wieder so falsch. Leute, die nicht so viele Zuschauer haben oder so. Redbubble ist an sich eine Seite, wo du hast dein eigenes Design, hast was gezeichnet, hast was gefotoshoppt, keine Ahnung. Und das lädst du da hoch und kannst dann entscheiden, welche Produkte du haben möchtest. T-Shirt, Flaschen, Tassen, keine Ahnung, gibt's 25.000 verschiedene Sachen. Irgendwie Bettdecken sind noch mit dabei, Duschvorhänge, Badematten und hast du nicht gesehen. Und man kann sich halt zwischen diesen ganzen was aussuchen. Man kann Sachen aktivieren oder deaktivieren, je nachdem, das sieht man dann halt in diesem Shop. Aber auf jeden Fall lädst halt dein Design hoch. Suchst du die einzelnen Sachen aus, auf denen das Bild drauf soll. Ich nehme jetzt einfach ein T-Shirt und dann kann man in der Seite halt so ein Vorschaubild sehen und wo halt dein Design auf dem T-Shirt, auf der Tasse oder whatever drauf ist. Und wenn man das okay dafür gibt und das da richtig gerichtet hat auf dem T-Shirt, dann kommt das in den Shop und dann ist das wie Merchandise. Das Ding daran ist halt, die haben alle festgesetzte Preise, also ich kann da nichts dran tun. Wenn davon irgendjemand was haben will,
Schreib mich nicht an wegen dem Preis, ich kann nichts dafür. Auf jeden Fall, das ist halt ein festgesetzter Preis. Und wenn, ich sage jetzt mal, jemand ein T-Shirt klaubt für, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 25 Euro, ich weiß jetzt gerade nicht den Preis, dann kriege ich davon einen kleinen Prozentsatz. Es ist nicht viel, aber es ist etwas und ich bin ja auch nicht jemand, der irgendwie vom Video machen und Streamen irgendwie leben möchte. Ich will das ja nur als Hobby ausleben, aber ich dachte mir so, es ist eine schöne Möglichkeit, wenn jemand meine Sachen so toll findet, dass er irgendwie ein Poster oder was weiß ich haben will, kann er sich das da gerne bestellen. Er bekommt Merchandise und unterstützt mich nebenbei noch mit und das fand ich doch ganz gut.